Ja, als wir mitgeteilt bekommen haben, dass wir schließen müssen aufgrund der Pandemiebestimmungen, war für uns von Anfang an klar, dass wir hier was tun müssen. Gemeinsam mit dem Team zusammen haben wir begonnen, die Titus-Thermen neu zu gestalten. Eine tolle Leistung hier gewesen von unserem Team, die Sauna in wenigen Wochen und Monaten hier wieder voll komplett neu umzustellen. Wir haben unsere Saunalandschaft im mediterranen Stil, das heißt, es gibt eine wunderschöne neue Blockhaussauna auf dem Dach, medial begleitet mit Lichteffekten und Soundeffekten. Wir haben Infrarotkabinen bei uns, neue Ruhezonen, neue Ruhebereiche, Wohlfühloasen, einen Kaminbereich, in dem wir entsprechende Wärme mit noch erzeugen. Das heißt, komplett bis zu der Gastronomie ist der ganze Therme neu aufgestellt. Ja, der Gastrobereich ist natürlich auch richtig gelungen. Und dass die normalen Badegäste jetzt auch Zugang haben zur Cafeteria, das ist schön und zum Entspannen genau das Richtige. Also es lohnt sich wirklich, herzukommen, sich das anzuschauen und einfach mal auszuspannen. Wir haben jetzt eine der schönsten Saunalandschaften hier in Frankfurt, die wir in den Titus-Thermen zu bieten haben. Darauf sind wir mächtig stolz. Das freut uns unheimlich und wir können natürlich nur an alle Frankfurter und auch aus der Umgebung kommende appellieren, kommt zu uns in die Titus-Thermen, schaut euch die neue Sauna an, es ist wunderschön geworden. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei wären unter den ganz besonderen Hygienebestimmungen, die wir hier mit unserem Team einhalten werden. Wir freuen uns auf Sie, bis bald in den Titus-Thermen.